Heili Heilöchen, mein Name ist Toxic und dieses Let's Play Yu-Gi-Oh! 5Ds World Championship 2010 Reverse of Arcadia. Im letzten Part haben wir gegen Akiza gekämpft und die Duellpuzzle beendet. Der Fight mit Akiza war. Knapp, aber ich hab's doch irgendwie hingekriegt. Und jetzt will Seiya was sagen, Schrägstrich denken. So. Sie kann ihre Kraft immer noch nicht völlig kontrollieren. Das tut mir leid. Ich wollte meine Psi-Kräfte kontrollieren, aber sie kamen einfach raus. Du musst immer noch ein wenig müde sein. Nimm dir einfach für den Rest des Tages frei. Das hat irgendwie gepasst. Aber... Akiza, schau mir in die Augen. Alles wird wieder gut. Und du musst dir keine Sorgen machen. Jawohl. Du willst es doch auch. Okay, kleine 6 Stunden. Am nächsten Tag. Du bist jetzt wach, oder? Und du fängst also heute mit dem Training auf dem D-Runner an. Wir auch. Wenn wir echt gut werden, bekommen wir vielleicht einen D-Runner. Ich gehe schon mal vor. Nee, speichern brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Wer braucht denn schon Speichern? So, D-Runner war, glaube ich, hier unten lang. Und dann, ich kann... Okay, New Domino City. So, rechts lang. Ist auch rechts, oder? Rechts, links, schon hier. Father Wenn. Hier konnte man aber irgendwo speichern. Hatte ich jedenfalls im Kopf. Naja. Hey, du bist Toxic, richtig. Ich bin Kawasaki. Wie die Motorräder. Oder? Kawasaki? Gibt's auch, oder? Egal. Ich leite das Training für die D-Runnerin. Oh, du bist gleich dran. Warte nur noch ein paar Minuten. Och. Hey Toxic. Ich bin zum ersten Mal gefahren. War schwieriger als ich dachte. Du musst auf die Hindernisse achten, sonst machen sie dich echt langsam. Jetzt ist Toxic dran. Komm und ruf mir zu, wenn du soweit bist. Ich weiß gar nicht, wie die alle sprechen soll. Das ist viel zu viel Anstrengung für mich. Okay, wie war das nochmal? A ist Gas geben, ne? Yep, genau. So, ganz normales Lenken. Okay, wir müssen unter 3 Minuten machen. Ich glaube, das ist machbar. Den Turbo nehme ich nicht mit, weil ich will die Sachen auch einsammeln, die hier sind. Und deswegen kriege ich die Rampe wahrscheinlich nicht komplett. Genau. Gut gemacht. So fängt man schon mal gut an. Aber ich vermute, dass die 3 Minuten überhaupt kein Problem werden. Nein! Wie man sieht, ich bin auch ein gefürchteter Need for Speed-Spieler, weil ich so krass fahren kann. Was natürlich pure Ironie ist, war... Ha, da bin ich so drüber gekommen. Wer ist der Pro, hä? Wer ist der Pro? Krass, ich hätte nicht gedacht, dass ich so gut Fahrrad fahren kann. Das lasse ich aber echt dann raushängen, oder? Was ist da los? Was ist da los? Das ist ja viel zu einfach hier. Locker easy. Locker easy. 1,1951. Gute Zeit. Wenn du so weitermachst, kommst du echt gut in Form, Kumpel. Sehr gut, Toxic. Du fährst überhaupt nicht wie ein Anfänger. Komm schon, sei ehrlich. Du bist vorher schon mal gefahren, oder?
Na? Sowas würdest du mir nicht verschweigen. Bist wohl ein Naturtalent. Toxic? Bist du es? Hä? Aua. Ich habe den D-Runner-Prototyp aufgemotzt. Auf den ich für dich aufgepasst habe. Toxic, mit deinem D-Runner und leg los. Nimm dein D-Runner. Sorry, ich kann nicht lesen. Komm in die Hüfte, in die Hufe. Wie gesagt, ich auch. Was das hat. Ha, das ist ja Toxic. Wie geht's? Du siehst gar nicht gut aus. Alles in Ordnung? Kennst du den Typ? Na, wenn das nicht Yusei Fudo ist, wie wär's, wenn du dich aus meinen Angelegenheiten raushältst? Jemand soll ihn zum Hauptquartier zurückbringen. Hä? Toxic, alles in Ordnung? Yusei, das geht dich nichts an. Bitte geh sofort. Toxic? Was geht hier vor? Oh mein Gott. Das Bewusstsein schwindet. Bei diesem Tempo wird das Subjekt ohnmächtig werden. Dann lässt die Wirkung der Gehirnwäsche also nach. Richtig. Das Subjekt scheint einen Schock wegen eines vergangenen Ereignisses erlitten zu haben. Yusei Fudo. Immer wieder kommt er mir in die Quere. Wenn er näher kommt, könnte das großen Ärger für uns bedeuten. Okay, da hatte ich, irgendwas, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob er das jetzt aufgenommen hat, deswegen sage ich es einfach nochmal. Wenn er näher kommt, könnte das großen Ärger für uns bedeuten. Verstärken wir die Gehirnwäsche, damit unser Subjekt diese Plage aus der Vergangenheit widersteht. Aber die Hirnwellen sind instabil. Noch weiter und wir riskieren das Leben des Subjektes. Verstehe. Wir könnten es uns nicht leisten, so einen wichtigen Wertposten zu verlieren. Das Leben des Subjekts zu bewahren hat Vorrang. Wir werden später eine weitere Gehirnwäsche durchführen. Jawohl. Dein Bewusstsein ist zu fernen Erinnerungen gewandert. Kapitel 2! Sturm der Vergangenheit, alte Erinnerungen, das Bündnis eines Teams. Hallo? Du bist endlich wach. Du hast es ja ewig geschlafen. Diese Wächter gehen mir manchmal wirklich auf die Nerven. Sie haben uns Duellanten-Gangs total hassen. Warum schaust du so verwirrt? Kennst du mich nicht? Ich bin Crow Hogan. Ich mag diesen Spitznamen, die Kugel, überhaupt nicht. Weil ich glaube, der in der Anime-Serie auch gar nicht verwendet wird. Also ich kann mich nicht erinnern, dass der Crow die Kugel... Crow Hogan weiß ich, aber die Kugel, ne. Alles in Ordnung? Weißt du überhaupt, wo wir sind? Du befindest dich in den Tiefen des Satellite Barbaric Area After Damage, kurzer BAD-Bereich. Okay, jetzt siehst du wieder normal aus. Aber mal sehen, ob du für ein Duell bereit bist. Hä? Wo ist dein Deck? Ach, ja, das haben dir die Wächter abgenommen. Kein Problem, du kannst mein Ersatzdeck haben. Das ist besser als dein Hauptdeck, als das Hauptdeck von anderen. Oh Mann, die Wächter haben alles bis auf mein Hauptdeck beschlagnahmt. Okay, lass uns in das Warenlager der Wächter schleichen und unsere Karten zurückholen. Ach ja, vorher muss ich dir noch was sagen. Nein, du hast Uniform der Wächter bekommen. Ich habe nur die eine, also trage sie auch. Verwende das, um die Tür zum Warenlager zu öffnen. Ding! Du hast Warenlager-Schlüsselkarte Gold, toll, bekommen. Ich werde die Wachen ablenken und vom Eingang weglocken. Dann schleichst du dich rein und holst dir dein Deck. Und vergiss meine Karten nicht. Das Warenlager der Wächter befindet sich nördlich entlang der Küste. Ich gehe vor und sag's mir, wenn du bereit bist. So. Und jetzt, die den ersten Teil geguckt haben,
Können Sie sich jetzt vorstellen, wenn es um Warenlager und Karten holen und sowas geht, was jetzt kommt? Genau, den Teil, den ich so unendlich liebe. Dies ist das Warenlager, der Wächter. Du solltest aber zunächst mit Crow sprechen. Achso. Und... Ich muss das, ja. Gegenstände, ist das darunter? Ne. Optionen. Ändere Bild. Ja. Wächteruniform. So, dann suchen wir mal Crow. Also, nördlich entlang der Küste, da ist er doch. Okidoki, ich locke die Wächter an, die das Tor bewachen. Du versteckst dich hier irgendwo. Hey, Wächter! Sieht so aus, als hättest du dir nichts zu tun. Hm? Du bist doch einer von den Duellantengangs von gestern. Was machst du denn hier? Oh, du bist es. Sind deine blauen Flecke schon verheilt? Ah, du gehst nirgendwo hin, Kleiner. Hey du, bleib stehen, du Bengel. Jetzt ist die Zeit, sich in das Warenlager zu schleichen und das Eck zurückzuholen. Also, schleich. Oder renn. Oder beides. Achso, ich muss erstmal die Karte hier einlegen. Kann ich ungefähr verstehen, wie gut ich das jetzt finde. So gut wie gar nicht. Aber was Mut hat Mut. Okay, erst geschafft. Hier finden wir Nebelraupe. Die kommt auch gleich direkt ins Deck. Ich habe mein Deck gefunden. Nice. Und Crow's Karten. Und da ist auch noch was. Flammenwellen-Magier. Jo, geil. So, aber ich glaube, ich bin noch nicht fertig. Ja, dann gehe ich halt zurück zum Anfang. Ist auch nur vorteilhaft. So, was haben wir denn hier? So, also bis jetzt ist noch irgendwie locker easy. Oh. Okay, ich brauche eine spezielle Schlüsselkarte. Das hätte man mir auch früher sagen können. So, das heißt, ich muss jetzt entweder oben rechts oder oben links lang. Ich gehe, glaube ich, erstmal rechts. Glaube ich, bin schneller. Ach man. Hier kann man irgendwie nicht mehr quer gehen. Also, quer hoch oder quer runter. Oder man kann da nicht mehr sprinten. Doch, irgendwie geht's. Keine Ahnung. Ja, ich lasse ihn jetzt erstmal einmal runterkommen. Um dann da an ihm vorbei zu sprinten. Oh, da ist er. Nice. Oh, da ist ja noch einer. Ah, komm, da komme ich auch noch vorbei. Nice. One. Ja, okay, oben links ist vermutlich der richtige Weg. Und dann muss ich nach rechts, dann kriege ich die Schlüsselkarte. Kommt da einer? Hallo? Okay, Moment. Da komme ich ja gar nicht vorbei. Kann ich hier irgendwas machen? Oder da, da, oh. Ist dieser alte Aufzug schon wieder kaputt? Och, nee. Ich bin ein Baum. Nice.
Ach, Mann. Ich hätte gedacht, da geht's jetzt einfach durch, aber das war dann doch nicht der Fall. Hier kann ich auf jeden Fall direkt durch. Sie sehen, was passiert, wenn ich hier oben stehen bleibe. Nice, geschafft. So. Okay, aber vielleicht liegt hier irgendwo was. Vielleicht kann ich hier noch irgendwo was finden oder so. Oder hier vorne. Okay. Dann muss ich jetzt, glaube ich, aber auch zurückgehen und mich nicht erwischen lassen. Und das ist natürlich das Gefährliche hier dran. Oder doch nicht? Okay, gut. Das heißt, ich kann jetzt einfach hier so. Ach, Mist! Ich hab's doch gerade geschafft. Weißt du, dass man da einfach durchgehen kann? Mensch! Ich bin doch vorhin durchgelaufen, oder? Dann mach ich's jetzt sicher. So dass ich durchkomme. Sollte eigentlich nicht das Problem sein. Und jetzt durch. Also irgendwie geht das nur nicht nach unten, sonst geht das in jede Richtung. Also das Querlaufen. Ich glaube, das hat mich gerade auch so verwirrt. Sternchip. Das ist ebenfalls eine Erneuerung. Wächterdisk. Diddy Crow. Breaker. Moment, hier fehlt was. Moment. Momentchen. Müsste ich nicht noch eine Karte oder sowas kriegen? Also eine Chipkarte? Das komme ich da unten gar nicht hin, oder? Wait a minute. Jetzt will ich nochmal gucken. Okay, muss ich warten? Und hier ist zu. Du benötigst eine spezielle Schlüsselkarte, um das elektronische Schloss zu öffnen. Hä, ich warte überall, oder? Oder habe ich irgendwas verpasst? Moment. Okay. Also würde ich sagen, dass hier noch was ist, oder? Müsst ihr eigentlich dann hier auf der Seite sein, oder täusche ich mich jetzt? Habe ich hier irgendwas verpasst oder vergessen oder so? Kann ich hier auch nicht an den Computer gehen? Nee. Okay, also sieht so aus, als ob ich jetzt alles geschafft hätte, oder? Wenn ich jetzt rausgehe, müsste mir eigentlich Crow entgegenkommen oder sowas. Oder wenn ich hier drin bin? Ja, perfekt.
So, was Crow jedoch zu unserem Erfolg zu sagen hat, das sehen wir im nächsten Part von Let's Play Yu-Gi-Oh! 5Ds World Championship 2010 Reverse of Arcadia. Bis dann sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal, euer Toxic.